Immer noch arbeiten in der heutigen Zeit nur ca. 40% der Frauen 100%. Das wirkt sich sehr natürlich auf die Rente aus im Pensionsalter, sprich kleinere Pensionskassen, wenn überhaupt, kleinere AV-Rente. Wenn man generell die Arbeitszeit reduzieren auf zum Beispiel 32 oder 35 Stunden Woche auf alle Personen, würde das sich sehr ändern und auch die Gratisarbeitszeit, also die Care-Arbeitszeit, die Familie zum Beispiel, könnte man gerechter auf Frauen und Männer aufteilen.